Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno. Moment. Anno 1800. So gut, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Nachdem wir jetzt letzte Folge. Ah, sieht alles so schön aus. Erfolgreich hier endlich für Platz gesorgt haben. Ne? Hier war ja alles voll gewesen mit Getreidefeldern, hier war alles voll mit Schweinefarmen und mit Schafen und so weiter und so weiter. Und das haben wir jetzt alles endlich auf eine andere Insel gebracht. Das Einzige, was wir jetzt hier natürlich haben, sind die Endproduktionsgebäude, die aber auch alle keine Umweltverschmutzung machen. Ne? Und das freut mich erstmal sehr, 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 sehr dolle. Ne? Mein Plan ist ja vor allem dann auch hier, wie gesagt, will ich überall schön große Häuser haben. Hier machen wir vielleicht wie einen Platz hin oder so, muss man mal gucken, ne? Hier so vor dem Hafen. Dann hier schön Häuser und dann hier dieser Zoo, auch umrahmt von, müssen wir mal gucken, ob wir da noch einen Park ringsherum machen oder einen Wald und dann da irgendwie auch noch Häuser ringsherum. Das machen wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen. Jo, jetzt will ich mich aber erstmal eben um die Zufriedenheit noch kümmern, dass wir die jetzt ordentlich nach oben bekommen, dass wir durchgehend immer ein grünes Gesicht haben und noch ganz viele Feste und so. Einfach weil ich die immer sehr, sehr gerne habe. Und ich sehe, dass Hochräder, dass die da immer noch nicht hinterherkommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das daran liegt. Dass wir... Naja, Messing ist immer noch nicht so toll. Ich bin klar dafür, Leute. Wir werden jetzt... Moment, ich schau mal. Hochräder braucht man auf jeden Fall Messing. Ah, nee, braucht man gar nicht. Wir brauchen nur Stahl für Hochräder. Ne? So wie es aussieht. Jo. Okay, wie sieht's denn mit Kautschuk aus? Lass da nochmal schnell schauen. Nicht so gut. Okay. Können wir hier Kautschuk machen? Leider nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. So Leute, gut, wir haben jetzt hier 8 Kautschukplantagen auf dieser Insel. Wir können ja aktuell nur Kautschuk auf dieser Insel anbauen und auf dieser Insel, wo wir keinen Platz mehr haben, weil die einfach super klein ist. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal die Kautschukproduktion verdoppeln. Ich wollte jetzt hier nochmal 8 Stück hinbauen, damit zumindest Hochräder dann erstmal komplett gedeckt ist, definitiv immer. Ne? Ich werde mal eben vorspulen. Davor hatten wir, glaube ich, 8 Kautschukfelder, jetzt haben wir 19. So, und ich habe gleich wieder so gebaut, dass wir theoretisch noch die Handelskammer dann zum Optimieren nutzen können. So, warum seid ihr denn so mega unzufrieden? Sogar Aufstand hier, sehe ich gerade. Das sehe ich nicht so gerne. Also so wie es aussieht, brauchen wir einfach noch eine Kapelle hier. Das könnte irgendwie Sinn machen. Ich baue mal hier noch eine hin. So, damit das hier auch abgedeckt ist. Wie sieht es denn bei euch aus mit Kapelle? Ist auch viel zu weit weg. Okay, Moment, machen wir auch noch eine hin. Theoretisch können wir natürlich auch Pflasterstraßen draus machen. Ich glaube, das macht sogar etwas mehr Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Okay, Leute, wir haben ja hier dieses Frachtschiff über. Da wollte ich das jetzt mal vollladen mit Ziegelstein. So. Das bringen wir als allererstes hier runter zu der Insel, damit wir hier endlich mal ein Krankenhaus bauen können. Weil ich glaube, wir haben hier noch keins. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Polizeirevier, Kapelle, Feuerwache. Polizeirevier. Ne, wir haben hier noch kein Krankenhaus. Okay, dann bauen wir hier erstmal ein Krankenhaus hin. Und im Anschluss würde ich dann, Moment, machen wir eben noch die 3, dann hier überall noch Ziegelsteinstraßen machen. Ne? Dann sollte die Zufriedenheit nochmal deutlich nach oben gehen. Und wir können gleich noch die Warenhäuser upgraden, wenn dem so nötig ist. So, gut, Kautschuk sollte jetzt trotzdem auf jeden Fall laufen. Ich hoffe, dass die den Aufstand wieder unter Kontrolle bekommen, aber es sieht danach aus. Ja, es sieht auf jeden Fall danach aus. So, dann lass mal wieder alte Welt gehen. Attraktivität. Anmutige Metropole. Hatten wir das noch nicht bisher? Ich weiß es nicht, ob das wieder zurückgegangen ist.
So, sobald nämlich Kautschuk da ist, fangen die nämlich auch ordentlich an zu produzieren. Ich würde wahrscheinlich noch eine Hochradfabrik bauen, damit das dann wirklich jetzt einmal durchläuft. Machen wir hier mal noch eine hin. So. Und dann sollte das mit den Hochrädern jetzt eigentlich bald laufen. So, dann lass mal wegen dem nächsten Zeug gucken. Ich gucke erstmal Ingenieure. Taschenuhren. Das brauchen wir, glaube ich, auch für Investoren. Okay. So, für Taschenuhren brauchen wir, glaube ich, gar keine Goldschmelze, weil es gibt ja dieses eine Handelsitem. Mal sehen, ob ich es finde. Ah, okay. Statt Goldbahn verarbeitet das Gebäude Gold, ne? Ich dachte eigentlich, dass das für Uhrenwerkstatt ist, dass wir keine Goldschmelze brauchen, sondern einfach nur das Gold hierher liefern und Glas und dann kann das arbeiten. Aber es ist leider nicht für die Uhrenwerkstatt, sondern für die Goldschmiede ist das Item hier. Gibt es zufällig auch für die Uhrenwerkstatt? Mal sehen, ob wir sowas da haben. Übrigens fällt mir gerade auf, guckt mal hier. Beeinflusst Weinberg, erhöht die Produktivität und stellt Trauben zur Verfügung. Also ich verstehe das so, dass wir das theoretisch auch hier auf diese Insel in der Handelskammer reinpacken können und schon haben wir Fruchtbarkeit Weinreben. Beziehungsweise könnten wir drei Trauben abbauen. Das entdecke ich leider jetzt ein bisschen spät. Das machen wir dann irgendein andermal. Würde ich das hier dann nochmal umziehen. Ne? So, also wie es aussieht, habe ich kein Item, womit wir an Goldschmelze hier vorbeikommen. Wir müssen das so auf jeden Fall machen. Hat aber keine Minusattraktivität. Okay, dann würde ich das jetzt mal in Gang bringen. Perlen haben wir auf jeden Fall noch genug da. Gucken mal eben. Ich glaube, da sind wir sogar im Cap, oder? Perlen haben wir 2057. Das ist erstmal in Ordnung. Gold. Wie viel Gold haben wir? So, und Gold haben wir 1000 Tonnen da. Alles klar, da können wir auf jeden Fall ein bisschen produzieren. Ich würde einfach mal. Hiervon haben wir drei? Was? Ehrlich? Okay, hier habe ich sogar eine pausiert. Drei Stück haben wir. Okay, das Problem ist einfach nur, wir brauchen mehr Goldschmelzen. So, wir müssen überlegen, das hier braucht 30 Sekunden. Aber wartet mal. Ich pausiere das nochmal. Ich denke, zwei reichen aus. Dann brauchen wir vier hiervon. So gut, dann brauchen wir hier noch ein paar. Bam. 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 Und jetzt geht das perfekt auf. Wie gesagt, ich habe eins pausiert erstmal von der Goldschmiede. Mal sehen, ob das schon ausreicht jetzt, damit die hinterherkommen. Dann müssen wir uns wahrscheinlich dann doch nochmal um Perlen kümmern, das könnte sein. Kann auch sein, dass wir noch mehr Gold herliefern müssen. Das werde ich jetzt mal ein bisschen beobachten. Ne? Jo, gut. Ich denke aber erstmal, das sollte jetzt ein bisschen konstanter laufen. Das war jetzt Taschenuhren gewesen. Als nächstes lass das mal Schmuck machen, weil da können wir jetzt wirklich dieses Handelsitem mal einsetzen, Leute. Das machen wir jetzt mal. So, Goldschmelze. Haben wir vier Stück. Brauchen wir aber hierfür nicht. Ich habe gerade massiv was verpeilt. Ich war ja gar nicht bei Uhren gewesen, sondern bei Schmuck. Okay. Okay, jetzt bin ich super verwirrt. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir machen als erstes jetzt Taschenuhren. Davon haben wir vier, davon haben wir eins. Okay, alles klar. Und die produziert 1 Minute 30. So, wenn wir hiervon vier Stück haben, brauchen wir hiervon 50% mehr. Also sechs Stück. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt haben wir drei. Jetzt brauchen wir hiervon wieder 50% mehr. Das sind vier. Vier Stück brauchen wir. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Gut, Moment, da verschiebt man das hier mal ein kleines bisschen. So, passt du jetzt hier rein? Jo, wunderbar. So, eins, zwei. Und das erstmal hier rüber. Das hier genauso. Das hier genauso. Das passt hier sogar relativ gut hin, zu meiner Überraschung. Und jetzt noch eine Uhrenwerkstatt. So, jetzt haben wir hier ein perfektes Verhältnis, Leute. Jetzt müssen wir noch gucken. Für die Goldschmelze brauchen wir Kohle. Wie sieht's aus mit Kohle? 900 Tonnen. Ach krass, Leute, wir transportieren sogar Kohle von hier unten nach hier oben. Okay, cool, dann können wir das sogar easy nachjustieren dann, indem wir dann einfach hier unten Köhler reinbauen. Also sollte hier auf der Hauptinsel die Kohle nicht mehr ausreichen für die Goldschmelze, beziehungsweise ja doch für die Goldbahnproduktion, dann können wir hier einfach Köhler reinbauen. Ne? Das müssen wir mal beobachten, ob das jetzt ausreicht. So, gut, das mit den Taschenuhren müsste jetzt eigentlich auch laufen. Denke ich zumindest. Das werden wir dann gleich sehen. Da gucken wir einfach ein paar Minuten nochmal, ob das dann jetzt nach oben geht oder nicht, beziehungsweise ob das durchläuft. Ach nein, es werden schon wieder Krankheiten eingeschleppt. Übrigens, das soll jetzt gepatcht werden, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dann ist der Patch sogar schon draußen. Die wollen dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich verringert wird, dass Schiffe sich infizieren können, beziehungsweise dass sie sich gegenseitig anstecken.
Das ist aktuell einfach noch zu krass. Also wenn die das sogar patchen und so, dann ist das wohl nicht so deplatziert, wenn ich das als sehr, sehr nervig und übertrieben empfinde. So. Ach ja, und was die auch patchen wollen ist, wenn man ranzoomt, so hier, dann soll der Grafikfehler hier behoben werden. Da freue ich mich auch sehr, sehr dolle drauf. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. So, eine Allianz will ich nicht mit dir, nein. Ach ja, und man soll auch deutlich mehr Einfluss dazu gewinnen. Ne? Der Patch ist wirklich großartig. So Leute, dann lasst jetzt mal wegen Schmuck gucken. Genau genommen müssen wir auf gar keine Verhältnismäßigkeit achten. Wir müssen einfach nur die Handelskammer ordentlich platzieren. Wir haben jetzt 3 Goldschmieden. Okay, die platzieren wir jetzt alle mal an eine Stelle. Machen wir hier eine hin und hier eine hin. So, am liebsten hätte ich ja hier eine Straße noch, die durchgeht, oder? Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt. Und jetzt wollte ich hier eine Handelskammer hinbauen. Es kann jetzt sein, dass sich das überschneidet. Dann kann ich die nämlich hier nicht bauen. Ja, das dachte ich mir fast. Okay, gut, Moment. Hier könnte ich die hinbauen. Sogar ziemlich gut. Okay, dann machen wir das hier rüber. Das hier genauso rüber. Dann hier die Handelskammer rein. Und die Goldschmieden können wir vielleicht hier ransetzen. Das könnte sich ganz gut machen. Schiebt man das hier auch mal rüber. Das wird jetzt alles Step by Step ordentlich optimiert, Leute. Freue ich mich jetzt schon drauf. Freue ich mich wirklich drauf. So, die Goldschmieden haben wir hier. Kriege ich die hier hin? Ja, sieht das mal gut aus. Die hier genauso. Und bitte, bitte, bitte. Na, wenn ich die Straße hier wegmache. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, das gibt's nicht. Aber wir hätten hier sowieso keinen Strom, sehe ich gerade. Hier würde sie aber auch wunderbar reinpassen. Okay, Moment, dann machen wir das Gebäude noch. Machen wir das erstmal hier hin. Und jetzt können wir die hier rüber platzieren. Ja, die passt ja sehr, sehr gut rein. Okay, so hätten wir. So gut, Leute. Und jetzt Handelskammer. Und jetzt hauen wir hier das Item rein, was dafür sorgt, dass die keine Goldbahn brauchen. Die Goldschmieden, sondern Gold. Dass das einfach ausreicht. Da muss ich es noch finden. Rein damit. So. Und schon Wareneingang Gold. Davor waren hier Goldbahnen gewesen. Ich kann das so gerne mal rausnehmen. Um das zu zeigen. Goldbahn brauchen sie. Das ist ja immer noch ein Zwischenschritt. Ne? Und den können wir einfach überspringen. Das ist super cool. So, rein wieder. Das ist wirklich super cool. So, die Frage ist, wollen wir gleich noch eine dritte betreiben? Ja, komm. Ja klar, lass mal machen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir werden ja sehen, wenn es zu viel ist, dann können wir eine wieder wegmachen. Oh, nice, Leute. Das freut mich gerade riesig. So, Gelddruckmaschine. Ja, Destilliersknappheit. Veröffentlichen. Schnaps hier sieht okay aus. Ich guck mal eben, Bauerninsel wird es hier knapp. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Weil hier stellen wir ja den Schnaps her auf der Insel. 800 Tonnen. Okay, dann machen wir einfach noch eine Rude. So, Handelsroute starten, und zwar von da. Dann bitte erst hier hin und dann auf unsere Bauerninsel. Ah, shit, wo war die denn? Ist das unsere Bauerninsel oder das? Das hier ist, glaube ich, unsere Bauerninsel. So, dann fahr hier so im Dreieck. Hier lädst du bitte einerseits Schnaps ein. So, mach mal 150 Tonnen. Und du lädst gleichzeitig auch noch Kohle ein. Guck mal, da kommt die nicht mal hinterher. Und ich will da ja vielleicht noch Köhler reinbauen. Und das würde ich gerne auf die Hauptinsel bringen, die Kohle. Weil wir jetzt doch hier und da noch was produzieren, wo wir Kohle für sich stehen brauchen, ohne Stahl herzustellen. So, okay. Dann bitte hier die Kohle ausladen. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob das die richtige Insel ist. Ist die richtige Insel, weil da stellen wir Wolle und Kleidung her und so weiter. Und hier bitte den Schnaps ausladen. Da ist gerade nämlich der Mangel, weil das ist unsere Bauerninsel. So, okay. Können wir erstmal so lassen. Annehmen. Das heißt, darum haben wir uns jetzt auch erstmal gekümmert. Und wir bauen dann einfach hier Köhlereien hin, sobald auf der Hauptinsel Kohlemangel ist. Das ist schon mal so ein guter Backup-Plan, denke ich. So, wie sieht jetzt aus mit der Zufriedenheit? Taschenuhren geht hoch. Schmuck sieht auch sehr, sehr gut aus. Und wir haben sogar jetzt ein grünes Gesicht. Wow, Inseldurchschnitt 31. Das ist mal sehr, sehr solide. So, hierfür sieht es jetzt noch nicht ganz so toll aus. Interessanterweise, das Sekt ist immer noch nicht gut. Aber wartet mal, wie sieht es eigentlich hier aus? Ah. Wir haben es leider nicht geschafft, aber gut. So, wir kriegen wieder ganz viele tolle Museums-Items. Das ist super schön, bestätigen. Da haben wir jetzt, denke ich, erstmal genügend. Aber ich habe mir schon wieder nicht die Dino-Ausstellung angeguckt. Deswegen mache ich jetzt noch eine, weil ich will mir unbedingt mal die Dino-Ausstellung angucken. Bestätigen, deswegen mache ich das ja immer wieder. Aber hey, dann können wir dann einfach ein großes Museum dann bauen. Ne? Also, beziehungsweise das schön umarbeiten. Wo haben wir eigentlich unser Museum? Hier haben wir unser Museum. Ich mache mal das Haus hier weg. So, und da bauen wir jetzt hier
mal noch ein Modul hin. So. Und tauschen den Spaß jetzt mal aus. Ey, wir haben jetzt hier schon echt coole Sachen. Hier ist noch was Blaues drin. Das können wir hier mit austauschen. Hier, legendär, legendär. Ja, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Platz. Ich würde das gerne etwas größer machen. Aber hey, können wir doch jetzt eigentlich. Ich mache die Häuser einfach jetzt hier rüber. Wir werden jetzt so oder so jetzt hier überall schön Häuser bauen. Ne? Hier. Ne? Das ist ja kein leeres Gequatsche. Deswegen mache ich das doch jetzt alles hier, damit wir das machen können. Weil wir da jetzt Platz haben und so. Ich habe jetzt in den letzten Folgen für Platz gesorgt. Und das ist schade, dass hier keine Straße lang geht. Okay, dann mache ich das hier lang. Und ich werde dann wahrscheinlich auch sehr viel mit Vorspulen arbeiten. Sehr, 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 sehr viel mit Vorspulen arbeiten. Wenn es dann darum geht, das hier alles ein bisschen auszuarbeiten noch. Mal gucken. Habt ihr denn alles hier oder geht jetzt irgendwas nach unten? Schule geht nach unten. Okay, dann lasst schon mal gucken. Der Marktplatz ist von der Positionierung eigentlich okay. Ich hätte ihn wahrscheinlich gerne noch etwas weiter. Machen wir mal... Ja, oder wir bauen einfach mehrere Marktplätze. Ey, was soll's? Machen wir hier noch einen hin. Und hier den machen wir wieder zurück sozusagen. So, dann brauchen wir eine Schule. Weil ich jetzt keinen Bock habe, dass die jetzt hier unzufrieden sind, weil ich die umgelegt habe. So, Schule machen wir hier hin. Okay, habt ihr jetzt alles oder braucht ihr nur irgendwas? Schule geht wieder hoch, das ist gut. Nö, das sieht erstmal ganz gut aus. Das ist wunderbar. So, übrigens sehr viel näher an den Zoo werde ich aber dann keine Häuser bauen, weil hier will ich dann entweder Zoogelände oder Park oder irgendwas Dekoriertes haben. Ich will auch ein bisschen grün auf meiner Insel. Auch hier würde ich eher freilassen wollen. Beziehungsweise ich werde da was hinsetzen, aber eher was schön aussieht. Nicht Häuser unbedingt. Hier. Weil ich das cool finde, wenn man das hier so offen sieht, die Weltausstellung. Hier wahrscheinlich auch. Ich finde das eigentlich super cool mit den Wasserfällen hier. Aber irgendwas kommt da auf jeden Fall hin. So, gut. Jetzt können wir nämlich hier fotografieren. Soll ich Fotos machen, oder was? Ich weiß gar nicht, wie ich Fotos mache, um ehrlich zu sein. Ich habe echt keine Ahnung. So, dann würde ich jetzt diese Straße hier, machen wir gleich mal eine richtige Straße draus, so. Würde ich jetzt hier so lang führen, dann hier lang. Dann hier lang. Das Haus würde ich noch wegreißen. Und dann können wir jetzt hier nämlich das Museum schön vergrößern. So. Die Häuser können wir vielleicht auch noch wegmachen, wenn ich... Mal sehen, wie das jetzt passt. Es würde Sinn machen, das Museum noch ein bisschen nach rechts zu verschieben. Dann würden wir hier... Moment. Ah, nee, doch. Eins nach rechts müsste das Museum. Okay, Moment. Machen wir hier das weg. So. Dann kommt hier die Feuerwehr hin. Die Häuser, die kann ich auch gleich mal rüber platzieren. Ich könnte sie auch einfach wegreißen, würde wahrscheinlich schneller gehen. Aber mir tut es dann immer leid um die Einwohner. Dann müssen die erst ausziehen. Und dann baue ich erst neue Häuser. Machen wir so hier und jetzt kommen wir das Museum. Können wir so hier machen. Oder wir machen es so hier. Oh ne, ich mach glaube ich so. Wobei, ich glaube so gefällt mir besser. Wir gucken mal, wie sieht es jetzt aus. Yo, das gefällt mir. Da ist hier jeweils noch eine Lücke. Hier ist eine Lücke, eine Einzel- und hier ist eine Einzellücke. Da können wir ringsherum dann Bäume machen oder so. Finde ich sehr, sehr cool. So, dieses eine Haus stört mich jetzt gerade noch. Oder stört mich das? Oder ist das Museum einfach mal ein bisschen anders? So können wir nämlich machen. Das ist in Ordnung. Okay, dann lassen wir noch den Stuff reinknallen. Wir müssen mal ein bisschen drauf achten, dass wir hier von einem Set mehrere irgendwie haben. Mal gucken, was dann passiert. Ob da jetzt noch was passiert oder nicht. Ich weiß es halt nicht. So, aber ey, wir haben jetzt hier ordentlich was reinbekommen. Die Attraktivität unserer Stadt müsste jetzt extrem gestiegen sein. Was haben wir hier? Bronzezeit. Versunkene Städte. Ey, es gibt so viele verschiedene Sachen. Das ist echt der Wahnsinn. Versunkene Städte. Adlerreich. Bronzezeit. Okay. Ja, wir lassen das jetzt erstmal so. Das ist erstmal in Ordnung. So, und hier können wir jetzt irgendwas Schönes hinmachen. Ich weiß nicht, was man da... Könnte halt Bäume einfach mal machen. Laubbaum. Könnte halt so hier machen irgendwie. Schon würde das deutlich besser aussehen. Das gefällt mir aber irgendwie doch nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Gibt's denn nicht was Schöneres? Zitterpappel. Da sieht deutlich besser aus. Das wäre zum Beispiel eine Variante, wie man das machen könnte. Ne? Und dann kann man hier vielleicht auch noch irgendwie in der Mitte wegmachen. Und stattdessen baut man dann hier... So, und dann machen wir hier noch ein Denkmal in die Mitte zum Beispiel. Machen wir so hier. Was haben wir hier noch? Zeitungsstand, Pavillon, Springbrunnen. Also finde ich das eigentlich erstmal ganz cool. Theoretisch hätte man auch Hecken machen können oder so.
Aber deutlich besser als davor. So. Jo. Wen haben wir denn hier? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Besucher auch immer hochwertiger werden, desto mehr Attraktivität man in der Stadt hat. Wahrscheinlich ist das genau so, oder? Würde ich jetzt mal denken, zumindest. So, wie sieht's denn aus mit der Zufriedenheit jetzt? Das sieht sehr, sehr gut aus. Glühbirnen ist immer ein bisschen schwankend. Das sehen wir nicht gerne. Darum kümmern wir uns jetzt nochmal. Glas haben wir definitiv Überschuss. Ich guck mal wegen Glühfäden. Dafür brauchen wir Kohle. Ja gut, Kohle können wir dann einfach nachziehen. Wir haben hier 5. Okay, dann baue ich jetzt einfach nochmal 2 jeweils. Ne? Da erhöht sich die Produktion irgendwie um 40% oder so. So, ja, knallen wir erstmal hier rein. Brauchen wir hier dieses Warenhaus? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Sehr gut, so gefällt mir das. Und jetzt 2 Glühbirnfabriken. Die habe ich, glaube ich, alle hier irgendwo, ne? Ja, oder auch nicht, aber eine habe ich. So, Moment. Das hier können wir, glaube ich, wegmachen. Dann dürfen wir eigentlich das hier reinkriegen. Wunderbar. Und hier haben wir keinen Strom. Hier hätten wir aber Strom. Machen wir erstmal so hier, bis wir das dann optimieren. So, jetzt haben wir hier 7. Jetzt muss man gucken wegen der Kohle. Das kann halt sein, dass es jetzt einbricht irgendwann. Noch haben wir 800 Tonnen. Wir gucken mal, wenn wir später irgendwie nur noch 400 oder 500 Tonnen haben, baue ich hier unten einfach noch mehr Köhlereien hin. So, okay, cool. So langsam aber sicher. Zumindest jetzt erstmal Investoren, das müssen wir noch machen. Aber Ingenieure müsste jetzt langsam eigentlich laufen. Ne? Müsste alles voll sein. Das ist ja Gebäude, Universität. Und Strom ist ja auch Gebäude. Ne? Und hier genauso. Das geht jetzt hier langsam nach oben. Kann halt sein, dass wir hier und da noch 1-2 Gebäude mehr bauen müssen oder 1-2 Produktionsketten mehr. Aber das will mir erstmal sehr, sehr gut gefallen. Zufriedenheit 29, Ingenieure plus 32, das ist super gut.